Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Gut, bringt mich zu ihm. Das kann doch nicht gut ausgehen. Was will der Graf jetzt von uns? Folgt mir! Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar, werde ich. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut. Dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran, es ist noch nicht vorbei. Jawohl! Komm, ich brauche dich. Verstanden. Graf. Ihr habt diese Biester überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Brüder und Schwestern, ich bitte euch, fürchtet euch nicht. Die Ratten sind die Vorboten des Sohnes der Glutasche. Bald kehrt er zurück. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint, die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Aha, sehen wir jetzt die Prophezeiung. Oh oh. Ich hab's gewusst. Ich hab's gesagt. Es endet nicht gut. Emilie will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Ich hab dir doch von Anfang an... Ihr liebt mit allem falsch. Mit eurem Kult, mit allem. Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emilie... Ihre Eltern raubten mir den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen. Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Miststück! Warum war ich schon immer ziemlich scheiße? Kann man dem keinen Stein gegen den Kopf werfen? Zurück zu ihnen! Los! Wenn sie alle gegen uns. Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Das wäre nicht das Klügste, umzubringen. Fahr zur Hölle, Arschloch! Ich wollte geduldig sein! Nein! Nein! Ich hab gesagt... Einfach fliehen, einfach abhauen. Du wirst sterben wie ein Köter. Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe, bitte. Wie komme ich hier raus? Gegen den Grafen. Wo ist sie? Hinter der... Nein, sei still. Was dachtest du denn? Bleib außer Sicht. So, nur wir zwei. Ich muss hier weg. Da bist du ja. Hat ja super geklappt. Wie sollen wir da jetzt entkommen?
Der hat keinen Helm auf, nur manche einfach. Hinter der Achtung! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Das ist Maria Meisterbestung. Wo bist du hin? Oh oh. Nein! Scheiße. Er ist der Bossgegner, wir dürfen ihm keinen Stamin-Kopf werfen. Wo ist sie? Hinter der Achtung! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Komm schon! Beenden wir es! Ich weiß, es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Kommen wir jetzt hier weg. Ich weiß, wo du bist. Ich finde dich. Fliehen ist zwecklos, Amicia. Okay, wir dürfen keinen Lärm machen. Wo ist sie? Hinter der Achtung! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! So. Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Natürlich nicht. Hey, was ist hier los? Zurück! Nein, betreten verboten! Wo rennst du hin? Es gibt kein Entkommen! Ich renne nicht. Was? Wie? Das ist ja großartig. Hinter der Achtung! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Komm schon! Beenden wir es! Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Das ist eine Blume, die wir mitnehmen können. Hey, was ist hier los? Zurück! Nein, betreten verboten! Mutter, Lukas, wenn er sie angefasst hat! Es ist zu spät! Sie weiß, dass er existiert! Scheißkerl, Scheißkerl! Na, großartig. Ja. Die Leute glauben an sie! Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du! Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein! Du Irrer! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Sei nicht so dramatisch! Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen! Gib einfach auf! Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst! Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Nur sie hält diese Welt am Leben. Wir beschützen deinen Bruder vor dieser Verdorbenheit. Wir haben die Macht dazu. Bitte, bitte, ein Versteck, irgendwas. Dieses Spiel liegt mir, weißt du? Fahr zur Hölle! Du Schwein! Ich muss die anderen finden, schnell! Ich muss keinen Ausgang. Verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Ich kann noch nichts werden. Ja. Müssen wir ihn ausschalten oder wie? Was jetzt ist jetzt hier?
Sache. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Das kann ich noch nicht angreifen. Kein Ausfall. Aber wie kann ich das machen, während er kommt? Oh, verdammt, das ist zu laut. Nein! Wie harte du also? Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Erstmal entkommen und dann weiter kugeln. Ich muss ihn abschütteln. Amicia, du kannst dich dahinter nicht verstecken. Oh no, hier nicht. Verstecken wird dich auch nicht retten. Ach du okay, jetzt hat er mich hier. Okay, das geht nicht. Weiter. Weiter, wenn er vor dir steht. Ich verstehe die Spielmechanik. Sie gefällt mir nicht. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Das ist zu laut. Nein! Wie harte du also? Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Denkst du, du kannst dich da unten verstecken? Ich muss ihn abschütteln. Ja, aber wie? Glaubst du wirklich, in deinem Versteck bist du sicher? Einsperren oder was? Die Tür zu machen. Wo ist der denn? Nicht wahr? Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Wehre dich nicht. Verdammt, wo bist du? Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Das macht es noch aufregender. Wie können wir die Tür jetzt zu machen? Jetzt schnell hier. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, sie sind alles, was zählt. Verdammtes Geräusch! Ich muss ihn wieder einsperren. Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emilie kenne. Und du bist eine würdige Meute. Ich bring dich um, sobald ich kann. Die Tür ist kaputt jetzt, oder? Können wir den nochmal an derselben Stelle einsperren? Ein Versuch ist es wert. Wo bist du hin? Emilie mag dich, weißt du? Aber du bist eine zu große Bedrohung. Für uns. Für den Sohn. Natürlich nicht. Dich
können wir rein. Na komm. Wo bist du? Wo könntest du sein? Tür zu machen, Tür zu machen, Tür zu machen. Weiter drehen. So schnell wie möglich. Na komm, das muss jetzt. Los, los! Ich töte dich! Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Du bist unheimlich. Halt deine Klappe! Safe point. Du hast es geschafft. Oh, du erinnerst mich an alte Zeiten. Jetzt sagt sie den ganzen Ruf. Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn. Wurftechnik. Ich kann nicht. Nicht ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Na komm, mein Bisschen. Schaffst das. Schmerz. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Berserkerin, mein Bisschen. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren und ich... Perfekt dort für einen Bosskampf. Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Denn man hat versagt. Da drin! Los! Lauf weg! Amicia, nein! Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Na, endlich mal Schwertkampf. Nun gut. Eine Aufforderung. Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Können wir ihm keinen Bolzen durch den Kopf schießen? Du bist aber nicht fertig. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst. Das bin ich. Vergesst meinen Bruder. Oh, so enthusiastisch. Hör zum Lieb aus. Es brennt ein Feuer in dir. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet zu viel, feiglich! Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Mit einer Hand. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Derun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Hör auf! Was? Amicia!
Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Nein! Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Viktor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Mit den Schnurzen. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark. Eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Schnauze. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden. Muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Amicia? Mama? Ich fühle mich so... Amicia? Oh, jetzt dürfen wir nochmal vor dem Karten. Mama? Nein. Amicia finden. Amicia? Spielen wir mal wieder mit Ugo. Lukas? Wo seid ihr? Ich hoffe. Wo sind denn nur alle? Er findet Amicia rechtzeitig. Ja, wir sind noch voll mit Amicia blank. Oh, mein Kopf. Da wird ja gleich was sehen. Ist das ein Traum? Nein, das ist echt. Du wirst dir gleich wünschen, dass wir da kommen. Da ist jemand. Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Viktor, ist sie tot? Nein, nein! Geh wieder ins Bett! Viktor, bring ihn zurück, bitte! Tja, du siehst richtig. Wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja! Er ist es! Ich wusste es! Emily, ich hole dich! Nein! Der Bossgegner kommt. Was machst du? Bitte nicht! Bitte! Sucht sie den Helm. Ich bin die bessere Mutter. Rüstung. Ich bin die bessere Mutter. Du brauchst mehr! Du brauchst mehr Ratten! Bitte!
und das. Sie steckt fest, erledige sie, ruf mehr! Sie wollen Blut! Beschützt die Gräfin um jeden Preis! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Sie tun mir alles! Zu nah! Die sind viel zu nah! Weiter! Es funktioniert! Es kommen noch mehr Ratten! Ein Rattentornado. Halt dich auf! Er hält nicht durch, Amicia! Gut! Lass ihn! Jetzt bist du dran, Emily! Jetzt vergießen wir dein Blut! Emily, nein! Nein! Nein, wir müssen verschwinden, Herr! Es ist lass zu spät! Lass mich los! Lass mich los! Das. Nein, die Menschen brauchen euch doch, Herr! Ihr werdet diese Insel nie verlassen! Jetzt verhebe ich Bock. Ich beende das! Kraft aufbieten. Was? Damit nicht. Amicia? Lucas hatte die ganze Zeit nach dem Brust. Amicia, warum? Wo bist du? Ich bin hier. Und der Amicias Armbrust. Oh nein, Hugo! Hugo! Nein, Hugo! Nein! Antwort! Sag doch was! Hugo! Nein! Danke. Es geht uns gut. Dir geht es gut. Alles ist gut.